Hey Leute und willkommen zu meinem neuesten Let's Play. Es handelt sich hierbei um Super Mario Brothers 2. Endlich mal wieder für den Nintendo 3DS. Ein Let's Play, nachdem es jetzt mit Pflanzen gegen Zombies technische Probleme gab, probiere ich einfach mal wieder ein 3DS Let's Play aus, das ihr wahrscheinlich alle kennen werdet. Ja, diesmal geht es um New Super Mario Brothers 2. Mal wieder schön abgefilmt. Ich würde mal sagen, ihr wisst Bescheid, in so welchen Games zeige ich eigentlich immer nur Boss-Battles, Tipps und Tricks. Und falls ihr Fragen habt, was Starcoins oder Secret Exits angeht, mache ich dafür eigentlich auch Videos. Das kennt ihr von Super Mario 3D Land oder New Super Mario Brothers. Dann würde ich mal sagen, legen wir einfach mal los. Im allerersten Part ist ja immer mit Opening und dem ersten Level. Da erkläre ich halt einfach noch ein bisschen meine Meinung zum Game. Und erkläre halt generell was übers Game. Also, Intro oder Opening oder Film ab. Die Story ist wieder ganz simpel. Peach chillt da ein bisschen dumm in ihrem Mushroom Kingdom. Und da greifen die Koopalings, die diesmal den Koopa-Kopf da übernommen haben, einfach die Gelegenheit und entführen sie mal. Und Mario und Luigi können erstmal nur dumm zuschauen. Ja, dann legen wir los. Typisches erstes Level in den New Super Mario Brothers Teilen hier mit dem Castle von Peach im Hintergrund. Also ein neues, erfrischendes Abenteuer. Wo eigentlich die Neuerung darin besteht, 1.000.000 Münzen zu sammeln, die neue Herausforderung. Generell ist ja dieses Spiel total münzegeil. Und der eigentliche Titel sollte ja lauten New Super Mario Brothers Gold statt New Super Mario Brothers 2. Denn ihr werdet es bemerken, oder ihr wisst es wahrscheinlich schon, dieses Spiel ist extrem münzgeil. Also hier haben wir schon mal ein neues Feature. Diesen Münzblock. Der uns halt beim Laufen ziemlich viele Münzen verschafft, den wir nur nicht leider ewig behalten können. Und auch diese Goomba-Türme aus Super Mario 3D Ländern zurück. Ja, Power-Ups haben wir gesehen im Intro. Das Waschbär-Power-Up, ich erinnere mich daran, es ist nicht Tanuki Mario. Das Waschbär-Power-Up aus Super Mario Bros. 3 ist zurück, mit dem man fliegen kann. Und sonst auch die gleichen Fähigkeiten wie Tanuki Mario hatte. Jetzt haben wir wieder diesen Münzblock und die sind auch neu, diese neuen Münzblöcke, mit denen wir uns auch eine bestimmte Anzahl Münzen in 10er Coins sichern können. Und generell die Riesenneuheit ist ja auch, dass man eine Münzanzeige hat, die uns zeigt, wie viele Münzen wir im gesamten Game schon gesammelt haben. Da habe ich schon, glaube ich, 700.000, also ich bin nah dran an der Million, ganz klar. Und halt, es gibt halt manche Level, die sind halt nicht so coin-geil. Jetzt, das ist schon ziemlich münzbereichert, dieses Level. Aber es gibt halt auch manche, da merkt man das halt nicht. Das sind eigentlich so ganz normale Level wie aus den Vorgängern. Und dann gibt es halt so kleine Bonus-Stages, die man mit Röhren erreichen kann, die dann richtig, richtig münzgefüllt sind. Also immer so eine kleine Anekdote, sage ich mal, zu diesem Münzgeilen ist dabei. So, ich kriege das mit der Stampfattacke hier mit meiner Position noch nicht so gut hin. Ist auch schon länger her, dass ich in dieser Position das letzte Mal gezockt habe. So, alle drei Starcoins. Und das war's dann eigentlich somit auch schon mit dem allerersten Part, Video, was auch immer, von New Super Mario Brothers 2.
Ich hoffe, hat euch gefallen, auch wenn ihr wahrscheinlich alles kanntet. Es wird sowieso noch viel epischer. Ich habe auf jeden Fall viele Boss-Battles vorbereitet. Nette Coin-Tricks, mit denen ihr ganz leicht 1 Million Münzen sammeln könnt. Oder nicht ganz leicht, aber auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Die benutze ich auch sehr gerne. Ja, auf jeden Fall gibt es noch sehr, sehr viel zu entdecken in diesem Let's Play. Also bleibt unbedingt dran. Ist ja auch jetzt in HD und Vollbild, nicht wie bei Mario Tennis Open. Außer das nächste Video, weil da muss ich ein bisschen schneiden. Auf jeden Fall, ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, unterstützt mich mit einem Daumen hoch. Und auf jeden Fall, Pflanzen und Zombies geht selbstverständlich weiter. Nur erstmal New Super Mario Bros. 2 halt. Das hat Vorrang. Macht mir auch eigentlich persönlich gerade viel mehr Spaß. Auf jeden Fall, bis dann, Freunde. Ciao, ciao.